Und damit dann herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Part, glaube ich, 49 wird es sein. Wenn das heute der letzte Part ist, dann freue ich mich ungemein, es mit euch gespielt zu haben oder immerhin, dass ihr mit dabei sein könnt, wie ich das durchgespielt habe. Auf jeden Fall, denn es sieht so aus, als kämen wir zum Schluss, Leute. So wie ich es jetzt dachte, Cutscene. Oh, hallo, großer. Oh. Aber solange wir so mit dem zu tun kriegen, kein Thema. Der hat Genick gebrochen, Pum, weg. Jetzt sind wir dran, ne? Willst du das? Ne? Bist du dumm? Soll man dich killen? What the fuck? What the fuck? Was ist denn mit dem los? Hat man dir zu viel Cholesterin gegeben und so? Vitaminstoffe? Ist zu viel Spina abgefressen, ey. Warte mal. Hä? Du musst nicht so weit springen, Granate. Das funktioniert gar nicht. Ach so, das ist wieder so ein Gegner. Oh, wunderbar. Nö, jetzt kommen schon mehr von diesen Pfeifen. Oh, er kann seine eigenen Leute killen. Wie heftig ist das denn bitte? Der liegt auch schon im Dreck. Ey, so haben wir nicht gewettet. Nein, die respawnen einfach mal. Fähigkeitspunkte halten jetzt gegen Ende, ist klar. Ja klar, das war jetzt ein Bug. Ist klar. Wie kann ich den... Ach so, ich weiß wie. So, Kopfschuss. Man muss einfach seinen Rücken abballern. Mann, es ist ein easy Bossfight. Und ein Schlag und seine Leute sind tot. So, wunderbar. Und jetzt noch der zweite Kill. Ach so. Braucht er noch mehr Leute, ne? Nein, immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. Ihr seid alle noch böse. So, wunderbar. Und wie kriegen wir jetzt dich noch down? So. Wunderbar. Wir dürfen dich komplett auseinandernehmen. Und das war's mit dir, du störrischer alter Krieger. 4 Minuten hat jetzt der Kampf gedauert. Nicht mal schlecht. Aber er ist ein bisschen rumgestohlen, was von dem ausging. Mehr auch nicht. Indem man nur seinen Rücken antatschen konnte. So, final round. Hallihallöle, wir sind da. Stören wir gerade? Ich hoffe nicht. Wenn sonst, und wenn doch, tut mir leid. The stage is yours. Oh. Oh, wunderbar.
Nee, 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 nee. Sicher nicht mit meinem eigenen. Oh, wunderschön. Ey, ich hab den in den Kopf geschossen einmal und der ist nicht gestorben. Und der hat nicht mal einen Helm. Gute Nacht. Das in diesem Grabo, also in diesem mein Ding, Dualkammer war eine andere Emiko, habe ich feststellen müssen. Gott sei Dank. Das war eigentlich Kimikos, also Himikos Grab. Das was eine. Ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles und das, gut. Und die haben die Überreste irgendwie hier hingebracht. So wie versprochen. Bringen wir dich nach Hause. Jo, machen wir das. Ein episches Finale. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Und das ohne Verlust dennoch. So muss das sein. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Auf jeden Fall. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Würde ich auch sagen. Aber so schlecht warst du gar nicht. Überlebenskünstler. Drachendreieck, Südjapan. Tag unbekannt, 5:45. Am Morgen wahrscheinlich. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Das hört man doch gerne. Endlich von dieser Insel runter. Ich gehe nicht nach Hause. Nö, sie geht nicht nach Hause. Man ist die felsenhart, die Gute. A Survivor is born. Oh yeah. Das war Tomb Raider, Leute. Jetzt kommt, glaube ich, der Abspann. Oh ja. Aber ich kann sagen, das Spiel war erste Klasse, also was man alles geboten bekommt, ey, es ist echt genial. Kann man sich nicht drüber beklagen, ey.
Da sind nochmal also das Team, was Tomb Raider gemacht hat. Studio, Producer, Director, Co-Game Directors. Echt geil. Kann ich nur jedem weiterempfehlen. Für jeden, der bis hierhin geguckt hat, Dankeschön vielmals. Ich werde, falls es noch geht, alle Lara-Tagebücher abspielen lassen und euch servieren in einem letzten Part. Aber nur wenn es geht. Wenn es nicht geht, wenn ich alles nochmal spielen muss, dann sozusagen Lego Mio. Nochmal alles durchspielen? Nee. Nur für alle Tagebucheinträge. Warum? Wäre ja doof. Aber hey. Ob es denn noch was gibt? Oh, wir können überspringen. Können wir noch gerade gucken, ob ihr euch auf den nächsten Part nur mit Geschichten noch so über die ganze Insel in der chronologischen Reihenfolge hören könnt. Da ich ja in der Geschichte teilweise etwas übersehen habe. So, Glückwunsch, Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 86% des Gesamtspiels gemeistert. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren und sämtliche und erledigten Aktivitäten abschließen. Jo, das ist nicht mein Account, das ist meiner. Hier. Okay. In diesem Fall kann ich euch das alles, gibt es noch ein Part, wo ich einfach alles abspielen werde. Aber den kann ich ja einfügen, wann ich will. Gesamtspiel zu 86 gemeistert, erkunden Sie Insel mittels Schnellreise in den Lagern und alle Belohnungen zu finden und nicht abgeschlossene Herausforderungen zu Ende zu bringen. Nur, wir sind jetzt wieder hier, nur wir haben praktisch alles, Leute. Und fehlen nur noch irgendwie ein Dokument oder so. Das ist die Frage, wo ist das? Die Quests sind gar nicht mal so mein Ding, wisst ihr, was ich meine? Es geht mir eher nur um alle Dokumente zu finden. Damit ihr auch wirklich alles gehört habt. Reliquien, ja, das ist mir eigentlich egal. Lager, okay. Reliquien habe ich alle. Wie gesagt, ich bin überall richtig hardcore nochmal durch. Mit euch. Und das habt ihr auch gespürt. Also in langen Parts, langwierigen Parts. Aber eben, ach, das ist ein Geocoach. Ich dachte eigentlich, es wäre was anderes. Nein, wir haben wirklich jede einzelne Scheiße gemacht, was story-relevant sein könnte, eben, um alles zu verstehen und eben, ja, nichts ausgelassen, so wie es eben sein sollte. Ja klar, Reliquien haben wir nicht alle, aber hey Leute, interessiert euch wirklich so die Reliquien? Also ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, Leute, aber ich glaube, euch interessiert eher so, was passiert hier oder passiert ist insgesamt. Tja, aber somit wäre es das dann gewesen mit Tomb Raider. Wir können noch den Fähigkeitspunkt verteilen, den letzten überhaupt. Beim letzten, bei schmutzige Tricks. Und tödlich, du hast eine Trophäe erhalten, wahrscheinlich für alle gemeisterten Punkte hier. Aber hey, ich würde sagen, beenden wir hier den Part. Habt ihr nochmal fast 15 Minuten und ich... Ja, wir sehen uns beim einem weiteren Let's Play, wenn es dann wieder ist. Tomb Raider.